Hallo Leute, heute in Mathematik in 5 Minuten Lösen von quadratischen Gleichungen mit Substitution. Wie funktioniert so etwas? Und das erkläre ich euch anhand eines einfachen Beispiels. Wir haben folgende quadratische Gleichung gegeben. E hoch x, e hoch 2x minus 4 e hoch x plus 3 ist gleich 0. So etwas jetzt zu lösen, schaut auf den ersten Blick ziemlich schwierig aus. Weil, quadratische Lösungsformel, Mitternachtsformel, kann ich die anwenden? Weiß ich nicht. Aber wenn wir jetzt substituieren, sprich wir sagen, e hoch x, unser e hoch x ist jetzt hier einfach u. Das sagen wir einfach, wir substituieren. E hoch x ist u. Kann man ja machen. E hoch x ist u. Also, hier bei sowas e hoch 2x bedeutet ja letztendlich, kann man anders schreiben, auch in e hoch x im Quadrat. Wer das nicht mehr genau weiß, Video zu Potenzen ansehen. Und jetzt wird substituiert. Wir haben u Quadrat minus 4 u plus 3 ist gleich 0. So, und jetzt seht ihr schon, jetzt haben wir es auf die Form gebracht einer normalen quadratischen Gleichung. Und jetzt können wir das u ganz normal mit der Mitternachtsformel ausrechnen. Dann haben wir u1, 2 ist gleich, kennst ja, minus b, sprich das ist 4, plus minus Wurzel aus b Quadrat ist 16 minus 4 mal a mal c geteilt durch 2 mal a. Wer nichts mehr weiß von der Mitternachtsformel, Video zur Mitternachtsformel ansehen, dann weiß er es wieder. So, jetzt unter der Wurzel steht, also 4 plus minus, unter der Wurzel hier, das ist 16 minus 12, ist Wurzel 4 geteilt durch 2. Wurzel 4 ist 2. Plus minus 2 durch 2 und das ergibt somit ein U1 von 4 plus 2 ist 6 durch 2 ist 3 und ein U2 und das ist 4 minus 2 ist 2 geteilt durch 2 ist die 1. So, das sind jetzt unsere substituierten Nullstellen oder Lösungen. So, jetzt muss ich wieder zurück substituieren. Sprich, jetzt sage ich wieder, aha, u ist gleich e hoch x. Also hier habe ich substituiert und jetzt muss ich rücksubstituieren. So, jetzt sage ich, okay, 3 ist gleich e hoch x. Okay, so, wie löse ich jetzt so eine Gleichung? Easy going, ln brauchen wir hier. So, ln auf beiden Seiten macht ln3 ist gleich x. Wisst ihr, ln hebt die e-Funktion, also das e, die Basis e auf, x kommt runter. Ist das okay? Und auf der anderen Seite 1, das u2 muss ich auch noch rücksubstituieren. Ergibt 1 ist gleich e hoch x. Wieder ln. Und das ergibt dann ln von 1 ist gleich x. So, und jetzt seht ihr schon, das ist unser, jetzt kann man es nochmal schön hinschreiben, x1 ist gleich ln3 und unser x2 ist gleich ln1. Das ist irgendwelche Kommazahlen, kann man in den Taschenrechner reinschreiben, wenn man es genauer wissen will. Aber das ist jetzt die Lösung von dieser quadratischen Gleichung, welche wir hier haben. Und die haben wir jetzt gelöst mit Hilfe der Substitution. Ich hoffe, mein Video konnte euch weiterhelfen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Mathematik in 5 Minuten.